15 Instrumente und mindestens 5 verschiedene Sprachen. Das sind die Duck Daughters, eine ziemlich schräge Performance-Truppe aus der Ukraine. Mit dem Song Rosie Donbass, basierend auf einem Shakespeare-Sonett, wurde das Freak-Kabarett, wie sie sich selber nennen, im Internet bekannt. Der Auftritt der 7 furchtlosen Grazien gehört zu den Highlights des diesjährigen Kiewer Festivals für Gegenwartskunst Gogolfest. Ein internationales Treffen für kreative Geister aus Musik, Theater, Kunst, Kino und Literatur. Die Duck Daughters sind ein Projekt des in Kiew ansässigen unabhängigen Zentrums für zeitgenössische Kunst Duck. Alle Mitglieder sind ausgebildete Schauspielerinnen. Eine Grundvoraussetzung, um auf der Bühne experimentelle Gefilde zu erforschen, denn der Wahnsinn hat Methode. Freak kann man mit seltsam übersetzen. Wir sind allesamt ziemlich seltsam. Das lässt enorm viel Freiheit für Theatermusik und alles andere. Alles, was wir tun, entsteht von selbst, irgendwo im Raum. Wir setzen uns zusammen hin, tragen Ideen vor und dann entsteht etwas Neues. Was unsere Instrumente betrifft, wir spielen Kontrabass, Cello, Keyboard, Schlagzeug, Gitarre, Akkordeon, Geige, Xylophon und demnächst auch Orgel. Zumindest ist das geplant. Gegründet wurde das Gogolfest vor 6 Jahren vom Leiter des Duck-Theaters Wladislaw Troicki. Das Programm ist international, aber auch Eigenproduktionen werden gezeigt, wie die Freakshow der Duck Daughters. Die Botschaft des Festivals fasst der Regisseur folgendermaßen zusammen. Hört auf zu verzweifeln und darauf zu hoffen, dass jemand daherkommt und euer Leben besser macht. Deswegen heißt unsere Eröffnungsvorstellung in diesem Jahr weder Gott noch König noch Tribun. Die Infrastruktur des Festivals ist sicher nicht die beste, mitten in einer Industrieanlage. Aber genau aus dieser Art von Chaos kann etwas Magisches entstehen. Die Duck Daughters waren bereits im Ausland auf Tournee, unter anderem auch in Frankreich, im Pariser Theater Le Montfort. Die Begegnung mit dessen Leiter, dem Franzosen Stéphane Ricordel, führte zu einer Koproduktion. Stancia heißt das Stück über die Einsamkeit eines ehemaligen Bahnhofsvorstehers. Ricordel ist voller Lob für die Ausdruckskraft der ukrainischen Schauspielerin und würde jederzeit wieder mit ihnen zusammenarbeiten. Weil es wahrhaft professionelle Darstellerinnen sind, voller Kraft, so direkt und ausdrucksstark. Sie schauen dir direkt ins Auge, sind voll und ganz bei der Sache. Ich finde, das gibt Kraft. Ich wollte etwas davon im Stück mit dabei haben. Es ist wie in einem Traum der Hauptfigur, Dima. Diese jungen Frauen kommen und gehen, wie Traumgestalten. Der Typ ist ganz allein und die Frauen träumen ihren Traum. Das nach dem russischen Autor Gogol benannte Festival geht bis zum 22. September.